Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xena 2. In der letzten Folge haben wir mit Lüdger und, ne Quatsch, mit ja doch, ne Quatsch, weiß ich nicht, wir haben die Kolosseum Kämpfe gemacht hier im Wechselmodus auch fortgeschritten mit Jude, Mila und Elvin und Leia. Lüdger haben wir da oben gemacht, oder? Ja, Lüdger und Elise, genau. Also doch, ja. Okay, dann machen wir jetzt mit Gaius und Yuse weiter. Bams. Dann machen wir am Ende nochmal mit Lüdger und Rowan. Weil wenn für jeden irgendwie eine geile Waffe rausspringt, warum nicht? Gaius zieht halt einfach so von hinten raus, ey. Aber wie viele von euch muss ich noch töten? Ach, gar nicht. Okay. Dürfte eigentlich mit Gaius ein bisschen schneller gehen, weil er haut rein. Und ich... Ja. Mein Gott, geht weg. Eigentlich das nicht zu, was du zauberst. Okay, das war Musik, sehr gut. Guck mal her. Ich bin so ich finde das voll bedrohlich, wie er so mit seinem Schwert gelaufen kommt, so als würde er ihn wirklich umbringen wollen. Boah, wer hat das gedacht? Weil er vielleicht, was? Wie zum Teufel ist das passiert? Boah, geht weg. Ich will doch gar nicht auf dich, ich will auf die Viecher da. Na komm mal her. Boah, ich will das mal so schaffen. Ihr Pisser, ey. Ja, ich frage mich, wodurch die Bike ist. Ich glaube, ich diese einen Viecher immer, ne? Was reicht's hier? Gibt's doch nicht, ey. Ja, so viel dazu, halt mit Gaius ein bisschen einfacher wird. Da ist der Angriff, ey. Ich bin die ganze Zeit gesucht. Boah. Bin die ganze Zeit gesucht, ey. Ja, Music kann da rausflüchten, ich nicht. So, meine Güte. Ich hab bis zu den Anfang, ich ging Feuer. Nein, da bin ich doch. Ich habe ihn genau wie bei Espel. Auf dem Rechner, Logstick oben. Zit. Zit. Bei ihm sieht er viel cooler aus. Weil man hat so ein riesiges Schwert ist wahrscheinlich. Ja, ein paar Mal muss ich die noch erledigen. Zip. Pasch. Ja, aber mächtige Angriffe. Wollte schon sagen, irgendwelche Kombos müssen wir auch haben. Incineration Wave. Zip. Be gone. Okay, wenn er aber nur mit zwei, also mit vier Leuten gemacht werden muss heute diesen Part, dann wird bestimmt nicht so lange dauern. Wenn nur ein kürzerer Part dann. So, als Ausgleich, dass der letzte Part ein bisschen lang wurde. Dich kriege ich. Bams. Muss ich ausweichen. Tisch. Er hat ja auch noch so eine Combo, ne? Ja, ne, der hat doch irgendwie so eine Fertigkeit, die hieß einfache Combo 1 oder so. Gab es dann noch mehr? Nee, ne? Hab ich die Spiele, aber geht, ey. Ich weiß ja nicht auswendig. So, ich lasse mich nicht von euch wieder versteinern. Bin voll auf die Nerven gegangen. Pisst euch, oh, pisst euch. Seht ihr nicht, wie groß diese Demon Fangs sind? Das ist abnormal groß. So, ist nur du. Zippasch. Zippasch. Guck mal her. Wie, ey. Den Stein stehe ich da so.
Mal guck ich mal an, wie schnell mit ihm. Ah ja, ich habe auch nicht zu Dings gewechselt, zum Yusei. Na egal, Magier spiele ich sowieso nicht so. Geil. Man sieht ihre geilen Zauber. Also ist das da auch gut, ne? Was? So, tritt und zack. Und voll. Moch. Der Gegner, die Spam, da kann ich überhaupt nicht leiden. Incineration Wave. Incineration Wave. Incineration Wave. Incineration Wave. Did you see what I did there? Fun I've had in some time. That was wonderful. One for the scrapbooks. Ja. Ist doch mit Ludger und Roan. Also eigentlich nur Roan, aber wir können ihn nicht alleine in den Kampf schicken. Versiegeltes Abgrund, Beta, was? Gesetz des Schicksals erhaben, seine wahre Kraft wird jedoch versiegelt. Wieso Abgrund, Beta? Neue Welt. Ah, dieser Anlage erweckt die Kräfte in ihrem Träger schlummern. Ihre Wahlkraft wird jedoch versiegelt. Warum? Okay, ich nehme an, ich weiß wie. Ah, wir kriegen FP-Bonus. Boah, geil. Wir kriegen einmal plus 3 für Elwin. Und plus 2 für Ludger. Ja, super. Naja, wir gehen langsam hier aus. Hier, ich kann schon Ausdauer ablegen, weil ich schon so viel KP hab. Da schaut man auch FP. Ah, ja, bei ihm brauchen wir, glaube ich, nicht. Bei ihm war er, glaube ich, genau. Rüstung. Ja, super. Jetzt kommt er das. Können wir hier Machtladung oder sowas reinpacken. Dann als letztes mit Ludger und Roan. Roan hat man, glaube ich, noch nicht gesehen, so wie er jetzt aussieht. Mal gucken. Ja, nehmen wir das hier. Wird es ein bisschen einfacher werden. Okay, mit Ludger wird es sowieso jetzt einfach, aber... Wechselmodus. Fortgeschritten. Ludger und Roan. Brauche ich denn nur noch, dann bekommt Roan noch seine versiegelte Waffe. Sehr gut. Afro! Ich finde das so geil. Der alte Mann mit Afro. Sowas finde ich witzig, ja. Okay. I approve of this shit. Na, 5 Stück. Okay. Boah, wir, da sind nicht 5 Stück jetzt hier. Die auftauchen, ich glaube nicht. Ich will jetzt eigentlich mit Pistolen kämpfen, ne, weil. Weil ja. Voll auf Pistolen anspringt der Roan. Da wird sein Afro so richtig flockig dann. Was? Egal. Ja gut. So, ihr habt irgendwie Muse erledigt, ne? Glaube ich. Da kommt mal her. Wupp, 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 wupp. Ja, verdammt. Der ist selbst schon gestanden, okay. So, und zack. Achso, ich bin im Dings. Ich Idiot. Super, das Audiens. Ja, ich hab's. Hat er nicht eine Sekunde früher kommen? So, und jetzt Stifte. Meine Güte, geht er ab normal schnell. Meine Güte, was zum Teufel war das? Ging ja viel zu schnell. Wo ist das? Ja, wer einfach ab. Weißt du was hier? So. Oh, geil. Ja, das tut beim Dings wirken. Bitch, please. Ich glaube, das hat keine Auswirkung mehr, ob ich das einsetze. Jetzt sowieso nicht. Wenn, dann kann es ja nur noch von ein anderes Ende kommen, ja. Ja, danke, Roan. Wo auch immer du gerade bist.
Zack. Ist immer noch. Ja, war's wert. Oh nein, geh weg. Sehr gut. Das ist schon der Boss. Irgendwie 10 Minuten Part, ey. Bin ich echt irgendwie am überlegen, ob ich irgendwie letzte Folge, die letzten Kämpfe irgendwie noch mal da dran denke. Boah. In diesem Part meine ich. Ja, zu schnell. Ha. Sehr gut. Na, verdammt. Der eine erreicht ihn nicht, verdammt. Auch nicht schlecht. Obwohl, dann könnte ich auch vielleicht noch, wenn der Part so kurz ist, mal kurz zeigen. Ja, der ist schon gleich tot, meine Güte. Habe ich auf die KP geachtet bei dem. Kann ich auch mal zeigen, wo ich so einen Typen gefunden habe. Und der Afro hält immer noch. Wo ich hier so einen Typen gefunden habe, der irgendwie was mit dem Kolosseum zu tun hat. Versiegelte Schicksal 2. Hey, ich habe eine Idee. Dieses Schwert begleitet einen großen Helden auf seine Reise durch die Zeit. Seine wahre Kraft bleibt jedoch versiegelt. Destiny 2. Da geht's um Zeitreisen? Keine Ahnung. Ja, ne, mir fällt da gerade was ein. Der sagt doch irgendwie was von ultimative Waffen. Ich habe so einen Typen im Dings, in den Kuka-Eishöhlen oder irgendwie so gefunden. Ich schweige erstmal. Und er sagte irgendwas von, ja, ich möchte die ultimativen Waffen und so schmieden. Dafür musst du dich aber erstmal im Kolosseum meinen Namen machen oder irgendwie sowas. Hat das was damit zu tun? Warte mal. Boah, der war doch in den Kuka-Eishöhlen, oder? Habe ich auch, glaube ich, schon mal sehr viel früher mal erwähnt. Boah. War der da? In den Kuka-Eishöhlen? Nee, in der Falgana-Mine war der, genau. Ja, war da eben. Boah, wenn wir jetzt irgendwie die Waffen irgendwie so also aufballern können, das wäre ja richtig geil. Dann könnte ich auch die ganzen Elite-Monster wahrscheinlich fertig machen. Wenn die den gleichen Effekt haben wie die anderen Teufelswaffen, den anderen Tales aufspielen. Was ich mal einfach so ganz stark denke. So, sammeln wir mal hier mal ein paar Sachen ein. Die wir verkaufen können, obwohl ich kein Geld mehr brauche. Nö, ich habe 2 Millionen. Ironischerweise brauchen wir jetzt kein Geld mehr, obwohl sich das ganze Spiel nur um Geld gedreht hat. Es ist doch ironisch. Nein, ist es nicht. Ah. So. Einfach tiefer rein. Irgendwo hier war der. Da hinten stand da. Dann hoffe ich, dass sich irgendwas mit diesen Waffen ergibt. Da. Der Chef ist stur, aber ich sehe, wenn ihr euch im Kolosseum nicht ernsthaft anstrengt, verkauft er sie euch nicht. Aber die Sachen sind wirklich von höchster Qualität. Andere Geschäfte können da nicht mithalten. Was ist das? Ihr wollt meine Rüstung? Also gut. Aber ich verkaufe sie nur an jemanden, der stark genug ist, um das Kolosseum völlig zu dominieren. Super. Wofür bräuchten dann die Rüstung? So, aber dann war aber auch einer noch in Dingens, glaube ich. Ja, Lava. Nala Lava Röhre, glaube ich. Kann man auf der Karte sehen eigentlich. Weiß gar nicht, kann man das auf der Karte sehen? Ich meine, da war auch einer. Ich möchte jetzt nicht sinnlos Zeit verschwenden, aber der Kolosseum-Typ will, wenn wir alles im Kolosseum geschafft haben,
Ja, dass wir seine Rüstung kaufen. Super. Woher wäre eigentlich eine gute Vorbereitung für Dingens, für die Bonus Dungeon, weil die Gegner, die hatten es ja auch in sich da drin, ne? Glaube ich. Waren die so über Level 100 oder so? Nicht, dass ich dann vollkommen überpowered bin wie in Symphonia, aber egal. Hat ja trotzdem Bock gemacht. Außerdem spiele ich auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, der mir gerade zur Verfügung steht. Nein, da gibt es sogar noch einen höheren. Aber den fasse ich lieber nicht an. Weil ich krieg ja schon auf schwer hier aufs Maul. Aber wenn es so einfach wird, irgendwann, dann weiß ich ja noch, dass ich auf Ding spielen kann. Hätte ich bei Symphonie eigentlich auch machen können. Verdammt! Warum fällt mir das jetzt erst ein? So war ja nicht. Nee, war nicht so ein Viech. Boah, hier musste ich gegen zwei Viecher kämpfen. Die hatten beide irgendwie 150.000, 1.500.000 KP und ja. War nicht schön. Boah, einige Gegner dagegen waren aber richtig einfach. Weiß ich nicht. Warte, ich habe ich als letztes so alles gekämpft. Weiß ich nicht. Jedenfalls einige von denen sind richtig einfach, einige sind von denen höllisch, sind höllisch schwer, ey, von den Elite-Monstern. Ex. Ja, ist nicht mehr normal. Wird die ja an Schaden reindrücken und aushalten und so. Uah. So, hier ist der auch nicht, dann muss der in den Kuka-Eishöhlen sein. Oder? Also der ist da irgendwo in der Ecke. Kein Kampf, bitte. Ich möchte nicht mein Gericht hier verballern. Weil wer da verballert, wenn ich im Kampf drin war. So wie ich das mitbekommen habe. Doch, da steht jemand. Da habe ich irgendwie noch gar nichts erkundet. Das ist schon verdächtig. Da muss doch auch noch irgendwas sein. Da, eine Truhe. Da ist jetzt voll was Geiles drin, ne? Mysteriöse Perle. Also immer verdächtig, wenn dann so eine Sackgasse nix ist. So, da ist ein Typ noch. Wahrscheinlich ist in der Kuckhöhle auch noch einer. Weiß ich nicht. Gucke ich jetzt aber nicht nochmal nach. Vielleicht offscreen oder so. Aber vielleicht können wir jetzt bei dem was machen. Ich kann meine Waffen nicht an solche Leute wie euch verkaufen. Jetzt raus hier. Was? Bitte versteht mein Vater nicht falsch, er wollte nicht unhöflich sein. Seine Waffen sind von besonderer Qualität. Nur ein Krieger, der seine Kampfkraft im Kolosseum unter Beweis gestellt hat, kann sie richtig einsetzen. Das heißt, wir müssen im Kolosseum unseren Wert beweisen. Na gut. Dann machen wir in der nächsten Folge mal den Elite-Rang vom Wechselmodus, was hoffentlich der letzte Rang sein wird, oder? Oder? Keine Ahnung. So, dann speichern wir mal unseren nicht erreichten Fortschritt. Und dann sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.